Viele Menschen fasziniert der Anblick unseres Universums. Schnell fragen wir uns, ob wir ganz allein im weiten All sind, ein Produkt des Zufalls oder ob da möglicherweise jemand ist, der unsere Existenz gewollt hat. Auch wir wollen uns dieser Frage widmen und schauen uns dafür das Feinabstimmungsargument bzw. Feintuning-Argument an. Dieses Argument wird in Philosophie und Theologie seit Jahrhunderten intensiv diskutiert und besagt, dass unser Universum sehr fein abgestimmt ist und wir daher von einer höheren Intelligenz oder einem Designer ausgehen können. Von dem christlichen Philosophen Dr. William Lane Craig wurde das Feintuning-Argument so formuliert. Prämisse 1. Die Feinabstimmung des Universums ist auf physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design zurückzuführen. Prämisse 2. Sie ist nicht auf physikalische Notwendigkeit oder Zufall zurückzuführen. Schlussfolgerung. Daher ist sie auf das Design zurückzuführen. Aber was genau heißt überhaupt fein abgestimmt oder Feinabstimmung? Mit Feinabstimmung des Universums ist hier gemeint, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie unser Universum aussehen könnte, aber nur wenige davon Leben zulassen, so wie wir es kennen. Das heißt, wenn die Werte der Konstanten in den Naturgesetzen auch nur ein wenig anders wären, würde auch unser Universum vollkommen anders aussehen. Dadurch, dass alle Konstanten die passenden Werte besitzen, ist Leben in unserem Universum überhaupt erst möglich. Eine winzige Abweichung von diesen Werten würde Leben bzw. die Existenz unseres Universums verhindern. Der Begriff Feinabstimmung an sich macht also keine Aussagen darüber, ob unser Universum durch eine höhere Intelligenz hervorgebracht wurde oder nicht. Es geht dabei lediglich um naturwissenschaftliche Messungen und Berechnungen. Und nun zurück zu unserem Argument. Prämisse 1 listet alle plausiblen Erklärungen für die Feinabstimmung unseres Universums auf. Das Feintuning-Argument argumentiert hier über die Herkunft der Feinabstimmung unseres Universums. Physikalische Notwendigkeit und Zufall sind demnach alternative Erklärungen für die fein abgestimmten Werte der Naturkonstanten. Stephen Hawking selbst nennt diese drei Erklärungen als mögliche Ursachen für die Feinabstimmung. Deshalb wollen wir in diesem Video nicht näher auf Prämisse 1 eingehen. Interessant wird es bei Prämisse 2. Warum sollte sie wahr sein? In diesem Video wollen wir uns zunächst alle drei möglichen Erklärungen zur Feinabstimmung ansehen und dann prüfen, ob Prämisse 2 und damit die Schlussfolgerung plausibel sind. Dieses Thema ist sehr komplex und wir versuchen, es so anschaulich wie möglich darzustellen. Sollten sich bei euch Fragen auftun, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schauen wir uns also zuerst die alternative Erklärung des Zufalls an. Unser Universum könnte doch auch aus reinem Glück zu seinen Konstanten und Gesetzen gekommen sein, oder? Das Problem mit dieser Herangehensweise besteht darin, dass die Chance dafür äußerst gering ist und diese Vermutung daher sehr unwahrscheinlich ist. Die gesamte Anzahl der möglichen Werte der Naturkonstanten im Verhältnis zu den gewünschten Werten ist also statistisch gesehen sehr gering. Die Konstanten besitzen alle genau die richtigen Werte, um Leben im Universum möglich zu machen. Schauen wir hier zum Beispiel auf die kosmologische Konstante Lambda. Der Wert der kosmologischen Konstante Lambda beträgt ungefähr 10 hoch minus 52 1 pro Quadratmeter, also eine 0 mit einer 1 an der 52. Stelle hinter dem Komma. Wenn diese um einen Wert von 10 hoch minus 120 verschoben wäre, könnte das Universum nicht existieren. Unser Universum hätte sich zu schnell oder zu langsam ausgedehnt, damit Planeten, Sterne und dadurch auch Leben überhaupt existieren könnten. Um sich diese winzige Zahl etwas besser vorstellen zu können, gucken wir uns die Anzahl aller Atome im gesamten Weltraum an. Die geschätzte Anzahl an Atomen im Universum liegt bei ca. 10 hoch 80 Stück. Stellen wir uns nun vor, ich würde ein bestimmtes Atom im Universum auswählen und ihr müsstet herausfinden, welches es ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zufällig auf das richtige Atom tippt, ist immer noch größer als die Zahl 10 hoch minus 120. Die Gravitationskonstante G aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz ist ein weiteres Beispiel für eine fein abgestimmte Konstante. Wenn diese Gravitationskonstante um einen Wert von 10 hoch minus 60 abweichen würde, hätte auch hier unser Universum sich zu schnell oder zu langsam ausgedehnt und intelligentes Leben wäre unmöglich. Zum Vergleich: Die gesamte Masse unseres Universums ist ungefähr 10 hoch 60 mal schwerer als die einer Wimper. Eine Abweichung von 10 hoch minus 60 von der Gravitationskonstante wäre also ungefähr so winzig, als würde eine einzige Wimper der Masse unseres Universums hinzugetan oder weggenommen werden. Der britische Astronom und Mathematiker Fred Hoyle schreibt: Eine vernünftige Interpretation der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt an der Physik, der Chemie und der Biologie herumgespielt hat und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, von denen man sprechen könnte.
Die Zahlen, die man aus den Fakten errechnet, scheinen mir so überwältigend zu sein, dass diese Schlussfolgerung fast außer Frage steht. Neben den Konstanten wirken auch die physikalischen Gesetze fein abgestimmt. Ein Beispiel für ein fein abgestimmtes Naturgesetz ist die starke Kernkraft in Atomkernen. Sie ist die Kraft, welche die Protonen und Neutronen im Atomkern zusammenhält. Die starke Kernkraft muss wesentlich stärker sein als die abstoßende elektromagnetische Kraft, sonst würde der Kern auseinanderbrechen. Dagegen muss ihre Stärke, bezogen auf die Entfernung, viel, viel schneller abnehmen als die ihr entgegengesetzte Kraft. Würde sie genauso schnell abfallen wie die elektromagnetische Kraft, würden alle Protonen und Neutronen im gesamten Universum von ihr zusammengezogen werden, da die starke Kernkraft viel stärker ist. Der Physiker Robin Collins schreibt in seinem Abschnitt aus The Blackwell Companion to Natural Theology, da es sich bei der Kernkraft um eine reine Anziehungskraft handelt, würde sie, wenn sie wie die Schwerkraft oder der Elektromagnetismus abfiele, genau wie die Schwerkraft wirken und alle Protonen und Neutronen im gesamten Universum zusammenziehen. Bei ihrer derzeitigen Stärke, die etwa 10 hoch 40 mal stärker ist als die Schwerkraft zwischen den Nukleonen eines Atomkerns, würde das Universum höchstwahrscheinlich aus einem riesigen schwarzen Loch bestehen. Aber auch mehrere andere Gesetze und Konstanten befinden sich in einem sehr kleinen Bereich, in welchem ihre Werte abweichen dürfen. Die Idee, hier von Zufall auszugehen, ist damit viel zu unwahrscheinlich, als dass wir davon ausgehen sollten. Daneben kann Zufall nichts bewirken und ist an sich keine Erklärung dafür, warum die Konstanten so sind, wie sie sind. Dadurch, dass Zufall keine Erklärung ist, warum es zu der Feinabstimmung unseres Universums gekommen ist, fällt diese Erklärung zunächst weg, oder? Nicht ganz, denn es bleibt noch das schwache anthropische Prinzip. Können wir damit der Unwahrscheinlichkeit unseres Universums entkommen? Dieses Prinzip besagt, dass die physikalischen Konstanten so fein abgestimmt sein müssen, weil wir sonst nicht existieren könnten, um darüber nachzudenken. Unsere Existenz bedeutet, dass das Universum bestimmte Eigenschaften besitzt, die für unser Leben notwendig sind. Wir können ein fein abgestimmtes Universum wahrnehmen, weil es nun einmal so fein abgestimmt ist. Wäre das also nicht so, würden wir gar nicht erst existieren, um es wahrzunehmen. Die Feinabstimmung des Universums sollte uns daher nicht überraschen. Der deutsche Physiker Professor Ulrich Walter umschreibt dieses Prinzip so: Wir brauchen uns nicht wundern, dass es uns gibt und dass die Welt wie für uns gemacht scheint. Denn wenn es nicht so wäre, gäbe es keinen, der sich wundern könnte, dass wir nicht da sind. Das schwache anthropische Prinzip besagt also, dass die Beobachtung unseres fein abgestimmten Universums aufgrund unserer Existenz als intelligente Beobachter keine besondere Erklärung erfordert. Klingt zuerst logisch, oder? Eine Analogie von John Nestle zeigt uns aber, dass das SAP die Frage verfehlt. Stellen wir uns nun vor, dass mehrere trainierte Schützen aus naher Entfernung auf eine Person schießen und alle verfehlen. Die Person sagt sich dann, es ist doch logisch, dass alle verfehlt haben, sonst würde ich nicht mehr leben, um festzustellen, dass alle nicht getroffen haben. Das würde trotzdem die Frage offen lassen, warum haben alle verfehlt? Zu sagen, dass das Verfehlen der trainierten Schützen kein Mysterium ist, weil es nun mal eingetreten ist, wäre absurd. So ist es auch nicht hilfreich zu sagen, dass die Feinabstimmung nicht verwunderlich sei, weil es nun mal dazu gekommen ist. Die Analogie kritisiert also, dass es nicht ausreicht, allein auf eingetroffene Ereignisse zu schauen, um eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir können nicht einfach zu jedem unwahrscheinlichen Ereignis sagen, dass es keine Erklärung benötigt, weil es nun mal eingetroffen ist. Das SAP versucht also nicht zu erklären, warum unser Universum so fein abgestimmt ist und ist dadurch alleinstehend kein guter Einwand. Es ist eher eine Art Reaktion auf das Feintuning-Argument. Daher wird das SAP oft in Verbindung mit der Multiversum-Theorie bzw. Mehrweltentheorie verwendet, um die Feinabstimmung zu erklären. Die Multiversum-Theorie lässt sich so erklären. Stellen wir uns vor, dass es sehr viele, sogar unendlich viele Universen gibt, die alle verschiedene Konstanten besitzen. In so einem Szenario würde es notwendigerweise dazu kommen, dass es mindestens ein Universum gibt mit Werten, welche Leben im Universum zulassen. Wir sind halt die Glücklichen, die darin leben können. In so einem Fall würde es keine bewusste Feinabstimmung geben, da die Naturkonstanten in jedem Universum zufällig unterschiedlich sind. Wir sollten uns daher, wie bei dem SAP, aus gutem Grund nicht wundern, dass wir in einem fein abgestimmten Universum leben. Aber auch hier gibt es einen Haken. Es gibt schlichtweg keine wissenschaftlichen Belege für das Multiversum. Wir können es nicht entdecken, messen, beobachten oder nachweisen. Einer der weltweit führenden Kosmologen, George F. R. Ellis, schreibt in einem Artikel, dass das Multiversum lediglich eine wissenschaftlich fundierte philosophische Spekulation ist. Dass Wissenschaftler mit der Multiversum-Theorie zu einer spekulativen Herangehensweise gewechselt sind,
ist ein Kompliment an die Stärke des Feintuning-Arguments. Niemand würde verschiedene Paralleluniversen als Gegenargument in Betracht ziehen, wenn die Beweise für ein absichtlich fein abgestimmtes Universum nicht so stark wären. Es ist außerdem nicht belegbar, dass mehrere Bildungen von Universen die Konstanten überhaupt beeinflussen können. Warum sollte der Fakt, dass es mehrere Universen gibt, bedeuten, dass diese unterschiedliche Naturkonstanten besitzen? Denn das würde nur funktionieren, wenn es eine Art Mechanismus geben würde, welcher mehrere unterschiedliche Universen erzeugt. Aber auch dieser Mechanismus müsste fein abgestimmt sein, denn er erfüllt eine bestimmte und sehr komplexe Aufgabe, nämlich die Produktion von unterschiedlichen Universen. Robin Collins schreibt in einem Paper: In allen derzeit ausgearbeiteten Vorschlägen, wie dieser Universumsgenerator aussehen könnte, wie dem oszillierenden Urknall und den Vakuumfluktuationsmodellen, unterliegt der Generator selbst einer Reihe komplexer physikalischer Gesetze, die es ihm ermöglichen, die Universen zu erzeugen. Es liegt daher auf der Hand, dass der Generator, wenn diese Gesetze etwas anders lauten würden, wahrscheinlich nicht in der Lage wäre, Universen zu erzeugen, die Leben erhalten könnten. Daneben bleibt immer noch die Frage offen: Wo kommt dieser Mechanismus her? Wir würden damit die Frage nach dem Ursprung der Feinabstimmung einfach einen Schritt weiter zurückschieben. Außerdem verletzt die Mehrweltentheorie das Prinzip Occams Rasiermesser. Dieses Prinzip besagt, dass die bevorzugte Erklärung immer diejenige ist, in der wir die wenigsten Annahmen treffen müssen. Natürlich ist Occams Rasiermesser keine universelle Regel, da manchmal im Leben auch komplexere Vorfälle eintreten. Aber wenn keine Erklärung zu bevorzugen ist, hilft uns Occams Rasiermesser, die plausibelste Erklärung zu finden. Die Feinabstimmung mit dem Multiversum zu begründen, würde wiederum mehr Fragen aufkommen lassen, als sie beantwortet. Was oder wer hat die Entstehung unendlich vieler Universen ausgelöst? Und wie kommt es dazu, dass alle Paralleluniversen verschiedene Werte der Naturkonstanten besitzen? Da wir für ein Multiversum viele nicht beweisbare Annahmen treffen müssen, sollten wir daher nicht davon ausgehen, dass es existiert. Im Gegensatz dazu bietet eine theistische Sichtweise eine weitaus einfachere Erklärung für die Feinabstimmung unseres Universums. Nämlich, dass es eine Intelligenz gibt, die die Naturkonstanten so abgestimmt hat, dass sie Leben im Universum erlauben. Nach Occams Rasiermesser sollten wir daher eine theistische Sicht bevorzugen. Daneben sind viele Physiker, wie zum Beispiel Albert Einstein, der Ansicht, dass die grundlegenden Gesetze der Physik ein großes Maß an Schönheit, Eleganz, Harmonie und Genialität aufweisen. Und auch der Nobelpreisträger für Physik, Frank Wilczek, schreibt: Die Schönheit der physikalischen Gesetze ist zu beeindruckend, um zufällig zu sein. Und wir haben eine anthropische Erklärung für die Schönheit der Gesetze. Wenn sie nicht schön wären, hätten wir sie nicht gefunden. Natürlich ist in den Naturwissenschaften nicht immer alles Schöne als wahr anzunehmen. Die Anwendbarkeit und gegenseitige Ergänzung der physikalischen Formeln wäre jedoch eher zu erwarten, wenn das Universum von einem Designer entworfen wurde. Nach der Multiversum-Theorie gibt es jedoch keinen Grund zu erwarten, dass die fundamentalen Gesetze elegant oder schön sind. Der theoretische Physiker Paul Davies schreibt: Wenn die Natur so klug ist, dass sie sich Mechanismen zunutze macht, die uns mit ihrem Einfallsreichtum in Erstaunen versetzen, ist das dann nicht ein überzeugender Beweis für die Existenz eines intelligenten Entwurfs hinter dem Universum? Wenn die besten Köpfe der Welt die tieferen Mechanismen der Natur nur schwer entschlüsseln können, wie kann man dann annehmen, dass diese Mechanismen lediglich ein sinnloser Zufall sind, ein Produkt des blinden Zufalls? Somit ist die Multiversum-Theorie keine gute Erklärung für die Feinabstimmung unseres Universums. Schauen wir uns nun die zweite mögliche Erklärung an, die physikalische Notwendigkeit. Könnte es nicht auch sein, dass unser Universum so fein abgestimmt sein muss? Was, wenn die Gesetze und Werte der Konstanten unseres Universums gar nicht anders sein können, weil es ein noch unentdecktes Gesetz gibt, welches diese Werte immer so sein lässt? Das Problem an diesem Argument ist, dass Naturgesetze lediglich Beschreibungen sind, wie Dinge sich in unserem Universum verhalten. Ein Naturgesetz außerhalb unseres Universums wäre daher an sich widersprüchlich. Daneben gibt es keine direkte Abhängigkeit zwischen den Naturgesetzen und den fein abgestimmten Werten der Naturkonstanten. Wie zum Beispiel das Gravitationsgesetz, welches besagt, dass sich zwei Massen anziehen. Dieses Gesetz kann jedoch nicht beeinflussen, welchen Wert die Gravitationskonstante G hat. Die Werte der Konstanten werden also nicht durch die Naturgesetze bestimmt. Außerdem würde physikalische Notwendigkeit bedeuten, dass ein Universum ohne Leben physikalisch unmöglich ist, was nicht der Fall ist. Ein Universum, in dem es kein Leben geben kann, ist logisch widerspruchsfrei und absolut möglich. Ein Universum, in dem es kein intelligentes Leben gibt, wäre sogar viel wahrscheinlicher. Denn jede Naturkonstante kann eine weite Spanne an verschiedensten Werten annehmen und dadurch Leben in unserem Universum unmöglich machen.
Damit können wir also physikalische Notwendigkeit und Zufall als Erklärung für die Feinabstimmung ausschließen. Als einzige Erklärung bleibt das Design. Somit wäre das Feinabstimmungsargument bestätigt, die Schlussfolgerung bleibt bestehen, oder? Einen letzten Einwand gibt es doch noch, das Overtuned Universe. Nun würden wir doch erwarten, dass unser Universum weder unter- noch überabgestimmt ist. Das heißt, dass unser Universum weder intelligentes Leben verhindert, noch Leben in Bereichen zulässt, wo es keines gibt. Daran würden wir doch erkennen, dass unser Universum für uns Menschen erschaffen bzw. fein abgestimmt wurde. Aber warum gibt es dann so viel Raum im Weltall, obwohl wir Menschen nur ein Sonnensystem zum Überleben brauchen? Außerdem gibt es Orte im Universum, die Leben nicht zulassen. Würden wir im Theismus nicht erwarten, dass unser Leben eine große Rolle im Universum spielt? Im Naturalismus würden wir dagegen erwarten, dass unser Leben unbedeutend ist. Wie unsere Teleskope gezeigt haben, scheint das Leben in der Tat sehr unbedeutend zu sein. Und der Großteil unseres Universums ist eher gegen uns gerichtet, also lebensfeindlich. An sich stellt dieses Gegenargument also die Annahme in Frage, ob das Universum speziell für die Entstehung von Leben abgestimmt ist. Aber auch dieses Argument gibt uns keine Antwort auf die Frage, warum unser Universum überhaupt Leben zulässt. Außerdem ist diese Sichtweise sehr egoistisch. Wer sagt denn, dass Gott das Universum nicht aus eigenen Interessen geschaffen haben kann? Egal, ob wir Menschen existieren oder überhaupt kein Leben im Universum existieren könnte, es würde der Existenz Gottes nicht im Wege stehen. Gott ist frei darin, in seinem Universum zu schaffen, was er möchte. Trotzdem erlaubt unser Universum intelligentes Leben, welches sich über diese Fragen Gedanken machen kann. Und auch ohne Menschen würden die Werte in den Naturkonstanten fein abgestimmt sein. Rein wissenschaftlich gesehen ist es außerdem nicht relevant, ob das Universum und das Leben darin einen Zweck haben und auf etwas hingeschaffen sind. Daneben erwartet diese Erklärung, dass Gott wie ein Mensch handelt. Aus menschlicher Sicht würden wir daher erwarten, dass unser Universum nur das Nötigste beinhaltet. Im Gegensatz zu uns steht einem Gott jedoch unendlich viel Energie zur Verfügung. Ob er ein Sonnensystem oder ein unendlich großes Universum schafft, macht für ihn energetisch keinen Unterschied, da Gott unabhängig von der Energie existiert. Ein überabgestimmtes Universum muss also nicht bedeuten, dass Gott als Begründung für die Feinabstimmung wegfällt. Nachdem wir nun auch den letzten Einwand beseitigt haben, können wir das Feinabstimmungsargument als bestätigt ansehen und von einem Designer ausgehen. Zu diesem Argument gibt es im englischsprachigen Raum schon sehr viele gute Videos. Ein paar dieser Videos haben wir auch für euch in der Beschreibung verlinkt. Unser Ziel mit diesem Video ist es, euch einen groben Überblick zu diesem Argument auch im deutschsprachigen Raum zu geben. Insgesamt ist dieses Argument natürlich kein absoluter und endgültiger Beweis für einen Schöpfergott. Es regt eher dazu an, sich über die Ursprünge und das Wesen unseres Universums Gedanken zu machen und die Glaubwürdigkeit einer theistischen Weltanschauung zu erhöhen. Das Feintuning-Argument zeigt uns, dass die wahrscheinlichste Erklärung für die Feinabstimmung unseres Universums Gott ist. Daneben ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass das Feintuning-Argument über die Herkunft der Feinabstimmung unseres Universums argumentiert und nicht primär über die Existenz Gottes. Gott kann auch physikalische Notwendigkeit oder Zufall für seine Schöpfung nutzen, wodurch ein Designer nicht zwangsläufig ausgeschlossen wird. Wir hoffen, dass wir in diesem Video die wichtigsten Erklärungen und Argumente gut und verständlich darstellen konnten. Lasst uns aber trotzdem gerne wissen, falls ihr noch weitere Kommentare oder Fragen zu diesem Thema habt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist.